Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, und nach den beiden trockenen Politikern, auch wenn man Hatzi Strache nicht wirklich als trocken und schon gar nicht Margarete Schramböck als trocken bezeichnen kann, aber nach den beiden sachlichen Politikern kommt jetzt ein bisschen Stimmung in die Bude, wenn ich sagen könnte, unser liebster Physiker ist da. Danke sehr für die Einladung. Unser wortgewaltigster Physiker, Science-Buster, als solcher wurde er ja geliebt. Und jeder seiner Auftritte sorgt für ein Riesenecho. Gestern ist er ganz kurz bei uns im Fernsehen aufgetreten. Ich glaube, es war um die Mittagszeit herum. Und schon gibt es Dutzende E-Mails zum Auftritt von Werner Gruber. Willkommen, Werner Gruber. Danke für die Einladung. Der gestern da seine Meinung zu Corona kundgetan hat und jede Menge Zustimmung und Widerspruch hervorgerufen hat. Also, Werner Gruber bei Kölner Live. Und Werner Gruber als Physiker, er ist ja kein Virologe und auch kein Veterinärmediziner, Humanmediziner vielleicht, könnte man sagen. Neurophysiker. Ja, gut, aber auf jeden Fall ist er Physiker und Astronom. Und als solcher hätte ich von ihm gerne mal gewusst, wie er diesen Coronavirus einschätzt. Also der Virus ist etwas, was man auf alle Fälle ernst nehmen soll. Wir haben keine Behandlungsmöglichkeit, wir haben keine Impfmöglichkeit. Wenn dann manche sagen, naja, es trifft eh nur die Alten, muss ich dazu sagen, also wenn ich jetzt, ich habe leider keine keine Großeltern und keine Eltern mehr, aber ich möchte die sehr wohl auch schützen und ich kann nicht einfach sagen, ja, die leben eh nicht mehr lange, also das kann keine Argumentation sein. Das heißt, es ist etwas, wo ich sage, das sollte man ernst nehmen. Wir müssen schauen, wie wir jetzt das am besten über die Runden kommen. Es sind zwei Geschichten, einerseits das Wirtschaftliche, andererseits das Gesundheitliche. Ja. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man gesundheitlich damit um? Der Virologe Nowotny, der ja mindestens so einen guten Schmäh hat wie Sie, oder sagen wir fast so einen guten Schmäh hat wie Sie, hat gesagt, das Virus ist ein Gefraßt. Ja, oder mit den Worten von Nirvarane, ein Arschloch-Virus, muss man gerade. Nein, das Depperte ist einfach das. Du hast das große Problem, du kannst ein bis zwei Wochen selber hochinfektiös sein und kriegst das nicht mit. Das heißt, du kannst einen irrsinnig großen Bereich spreaden und du hast, ich kenne Leute, die haben keine Symptome gehabt und haben dann nachher beim Antikörpertest festgestellt, ich habe Corona gehabt und haben aber in der Zwischenzeit einfach eine andere Person angesteckt und waren dann einer mit Atemproblemen, Herz-Kreislauf-Probleme und so weiter. Das ist dann unangenehm und vor allem, es ist nicht nur unangenehm, nicht nur, dass es tödlich sein kann, was wir auch jetzt wissen aus den aktuellen Studien, es zeichnet sich immer mehr ab, dass die Langzeitfolgen des Coronavirus nicht unproblematisch sind. Dieser Virus greift zwar als erstes die Lunge an, aber er wandert dann über die Blutgefäße in die einzelnen Organe und es gibt jetzt sehr großartige, vom Standpunkt der Wissenschaft leider menschlich sehr unangenehm, es werden geschädigt. Die Leber, die Nieren, Darm und das sind langzeitige Schädigungen. Die Kathi Gahl, die Wohnbaustadträtin, hatte ja selber Corona. Sie hatte unter anderem einen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Die kann bis heute nicht schmecken und riechen. Und bitte, wir sind in Wien. Was heißt es für uns in Wien und in Österreich mit einer sensationellen Gastro und du kannst das nicht mehr genießen? Also allein das sollte uns schon sagen. Du kannst den Schnitzelgutschein vom Ludwig nicht genießen. Man stelle sich das einmal vor. Ja, und da sage ich ganz ehrlich, Herrschaften, da sollte man was dafür tun, dass uns das alles nicht miteinander passiert. Und da gibt es halt drei Maßnahmen, die ganz wichtig sind. Und die eine Maßnahme, die nach wie vor am effektivsten ist, Abstand halten. Wir haben zwischen uns einen Babyelefanten oder auf der wienerischen Variante drei Kisten Bier. Das kann sich jeder gut vorstellen. Das zweite ist die Atemschutzmaske, die durchaus einen gewissen Sinn ergibt. Und das dritte, schwer zu kontrollieren, aber Handwaschen schadet auch nicht. Jetzt sind Sie als einer unserer bekanntesten Physiker durchaus kompetent, was so geschlossene Räume anbelangt. Aerosolphysik. Und genau. Und da haben Sie ja Ihre eigenen Theorien und meinen, dass genau da das Virus so schwer berechenbar und so gefährlich ist. Gestern haben Sie ja den bemerkenswerten Satz auf Ö24TV gesagt, der seither durch alle Social Medias geht. Sie würden, wenn einer ein Corona-Infizierter in einem Lift war, eine Stunde lang nicht mehr in den Lift einsteigen. Es ist tatsächlich so, was man nicht unterschätzen darf, wir geben ja Feuchtigkeitstropfen von uns und innerhalb dieser Feuchtigkeitstropfen sind dann die Viren drinnen. Und wenn ich jetzt wohin huste
unabsichtlich, das muss jetzt eine große Absicht sein, und auch wenn man die Hand davor hat, es geht ein Teil auf die Seite. Diese Feuchtigkeitströpfchen bleiben in der Luft. Wir wissen alle, wenn es einmal die Luftfeuchtigkeit draußen ist, das sind auch Feuchtigkeitströpfchen und das bleibt lang in der Luft. Und wir wissen auch umgekehrt, wenn der Regen kommt, die Luft riecht nachher anders, weil da wurde die ganze Feuchtigkeit rausgewaschen. Aber da haben Sie jetzt gestern diesen spannenden Satz gesagt, der wirklich für viel Aufregung und auch für viel Diskussion sorgt. Das größte Virengefängnis oder Schleuder oder wie immer man es bezeichnen will, ist der Lift. Ich würde nicht sagen, das größte, aber ich würde, ja? Es sind zwei, drei Sachen. Im Lift habe ich zwei Probleme. Erstens einmal die Luft, und meistens ist es auch so, wenn man im Lift sie irgendwo nur ankommt. Diese Feuchtigkeitströpfchen setzen, kondensieren auf der Oberfläche, und wenn ich dann da hingreife... Am Spiegel eventuell, oder? Ja? Am Haltegriff, wo auch immer, dann habe ich es auf die Hände, ja. Und dann habe ich ein Problem. Und das Gemeine ist, wenn ich mit jemandem gemeinsam einsteige, ist kein Problem, wir nehmen beide Maske und wir infizieren uns nicht gegenseitig. Aber diese Feuchtigkeitströpfchen bleiben in der Luft, haften auf der Oberfläche, und wir wissen bis heute noch nicht ganz genau, wie lange die auf der Oberfläche aktiv sein können. Was wir dann noch haben. Ich meine, das ist natürlich eine Horrorvorstellung, und das ist eben seit gestern wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema auf Social Media, was Sie da gesagt haben. Da kommt einer aus dem Lift raus, hat da drin gerade gehustet, man steigt ein, fährt mit dem Lift 5 Stock in die Höhe und sitzt eigentlich sozusagen in einer Virenschleuder im weitesten Sinne. Und weiß nicht einmal. Ja. Also das ist das, und weiß es nicht, weiß genau. Es nicht. Weil man ja nicht weiß, ob der gehustet hat oder nicht. Nein. Umgekehrt gibt es eine tolle Lösung lange, dafür. Wie lange, haben Sie gestern gesagt, Herr Gruber, wie lange hält das an? Das kann. Was ist Ihre Schätzung? Ich muss ehrlich sagen, also das ist jetzt eine Meinung. Ja, Es kann durchaus bis zu einer Stunde brauchen. Bis zu einer Stunde kann das brauchen, bis die Tröpfchen weg sind. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn man der Nächste ist, der in so einen Lift einsteigt, ist man akut gefährdet. Ne? Deswegen gibt es eine tolle Lösung. Ja. Die Lösung ist ganz einfach. Der Lift dient der Bequemlichkeit, das Stiegenhaus dient der Gesundheit. Und genau. In diesem Fall sogar doppelt, so sagt er für uns zwar. Ja. Das Stiegenhaus ist so geschickt. Also, Sie würden das Stiegenhaus wählen, weil Sie sagen, der Lift ist derzeit bei Corona wahrscheinlich einer der gefährlichsten Aufenthaltsorte. Also einer der gefährlichsten Aufenthaltsorte, da gibt es sicher dramatischeres. Naja, aber Toilettenanlagen wären ja dann wahrscheinlich auch was Ähnliches, nehme ich an, nicht? Oder? Ja, die Toilettenanlagen kommt es jetzt darauf an. Wenn das im öffentlichen Bereich sind, werden diese Toilettenanlagen, gibt es schon eine gute Belüftung. Ja. Und diese Belüftung, die bringt dann schon tatsächlich sehr viel. Wir dürfen eins nicht vergessen, es geht jetzt nicht nur, ich habe einen Virus oder ein Virus-Tröpfchen, es geht um die Konzentration. Wenn die Konzentration massiv abnimmt, dann kann da ein Virus sein. Also der Körper, also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Virus, einen Coronavirus, das sollte mein Immunsystem da blasen. Deswegen, wir haben im Moment das große Problem, wir haben sozusagen, wir spüren, in welche Richtung die Reise geht, aber wirklich exakt wissenschaftlich zu sagen, deswegen ist auch die eine Stunde von mir wirklich nur eine grobe Schätzung. Ja, klar, es reichen ja 5 Minuten, ich brauche jetzt nicht eine Stunde. Ja, eine Stunde ist ja schon fast es ein Horror. Es reicht ein. Ja. Und sagen Sie, also vom Physiker her gesehen, sind es also schlecht entlüftete kleine Räume, die geschlossene Räumlichkeiten sind, also das kann ein Lift sein, das kann ein Taxi sein natürlich, was das sind natürlich die Öffis, ganz besonders nehme ich an, das wo Problem, ja gehustet wird, dass es das Problem, das so zu sagen, zischt. Das ist der kleine Raum, ja. Fällt uns auf, aber auch der große Raum, wo viele Personen sind. Deswegen ist es eigentlich wichtig, oder wäre es wichtig zu sagen, pro, also es sollte sich eine Person, sollte so und so viel Quadratmeter, ich sage jetzt Größenordnung, also zwischen 3 und 5 Quadratmeter, sollte jeder Raum haben. Der Lift fällt natürlich sofort ein, genauso die Toilettenanlage ist auch ein sehr kleiner Raumbereich. Wenn ich jetzt aber umgekehrt, ich war jetzt vor einigen Wochen im Schweizer Haus und es hat geregnet und da gibt es drinnen relativ große Säle, und wenn du das anschaust, das verteilt sich dort so gut, da hätte ich mir keine Sorgen gemacht. Die U-Bahn oder die Pendlerzüge, ich bin vor 2 Tagen gefahren vom Karlsplatz zum Praterstern. Naja, da waren wir schon sehr dicht gedrängt. Also und wenn da gehustet wird, weil jedes Husten, und das ist ja, das haben Sie auch gestern und heute so gut auf den Punkt gebracht, jedes Husten setzt ja eine Unmenge an solchen Tröpfchen frei. Diese Feuchtigkeit. Das ist ja das Geheimnis dieser Geschichte. Genau, ne? So ist es. Das heißt, das wird alles über Tröpfchen übertragen im weitesten Sinn. Und wer da jetzt entweder spuckt beim Reden oder beim Husten oder beim Niesen. Oder beim Singen. Beim Singen, wenn es in der Kirche ist oder in einem Konzert. Oder Chor. Ja,
der blast also da jede Menge Tröpfchen in diesen geschlossenen Raum hinein. Ne? Die Trompetenspieler sind ausgenommen. Mhm. Und wie ist es eigentlich, Herr Gruber, wie kommt man da mit diesen Tröpfchen in Kontakt? Über die Hand und man spürt sie dann ins Gesicht? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass man diese Tröpfchen dann übertragen bekommt? Da Virus? Haben wir gemeinerweise mehrere Punkte. Die Augen. Wenn Sie beobachten, werden Sie feststellen, dass in der Quarantänestation die auch tatsächlich einen Augenschutz tragen, weil über die Schleimhäute, es geht vor allem um die Schleimhäute, wenn jetzt hier auf der trockenen Haut da so ein Tröpfchen aufgesetzt und sonst nichts passiert, ich nicht draufgreife, das zum Mund bringe oder in eine andere Schleimhaut, wird der Virus wahrscheinlich auf der Haut relativ schnell vertrocknen oder wenn ich mir die Hände wasche, dann explodiert der Virus im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es geht eigentlich um Schleimhäute. Das heißt, Mundbereich, Nasenbereich oder, das Gemeine ist, wir haben leider, wenn wir körperlich hin und wieder arbeiten, so ganz kleine Mikrorisse in der Haut, die sehen wir nicht einmal. Und da kann dann der Virus eindringen und das kann dann die ganzen Probleme aber verursachen. Aber er kann über die Augen eindringen, ja. Er kann über den Mund eindringen, er kann über die Nase eindringen und dann eben über diese Dinge, Mikrorisse, die Sie erzählt haben, Mikrorisse. So kommt man also mit dem Virus in Kontakt, ohne dass man ihn abwehren kann. Ne? Das ist leider das große Problem. Ja. Das heißt, so ein Vollvisierhelm wäre ja dann eigentlich fast das Gescheiteste, oder? So naja, im Quarantänebereich macht man das, ja, wobei der dann sogar noch unten abgeschlossen ist. Und diese Vollvisiere, also nicht das, was wir jetzt da so sehen, wo die Leute so gängen, wo da kann dann nach unten rausgenießt werden. Na, es ist tatsächlich so, dass teilweise also im Biosafety Level 4 Bereich, wo es dann Ebola und so weiter geht, da hat man dann den Komplettschutz. Und bei Corona im Quarantänebereich wird das auch komplett gemacht. Da ist wirklich der komplette Schutz, nicht nur der Mund- und Nasenschutz, sondern auch werden auch die Augen geschützt. Jetzt haben Sie die Maske mit und irgendein zweites Ding auch noch. Das dürft, was ist das genau? Das ist eine Maske, mit der würde ich... Das ist schon der Science-Buster praktisch. Nein. Das ist eine, also mit der würde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt in der U-Bahn fahren würde, würde jeder sagen, ja, ist eine korrekte Maske. Streng genommen ist die nicht korrekt. Und das ist ein bisschen das Problem, was mir fehlt. Mir fehlt auch relativ klare Definition, was gilt als Masken. Das wäre so eine klassische Mund-Nasenschutzmaske im Star Trek-Design. Star Trek-Design. Na sicher, man muss ja sagen. Der Science-Buster im Star Trek-Design. Na sicher, Captain Gruber sozusagen. Ja? Aber das hier ist keine Mund-Nasenschutzmaske, wenngleich sie so ausschaut, ist eine sogenannte Kälteschutzmaske. Ja. Wenn man die jetzt sozusagen verwendet, die Nase ist frei, man hat hier auch ausreichend Löcher, die dient eigentlich für Polarexpeditionen, wenn es wirklich kalt ist, dass man damit umgekommen. Das heißt, da fliegt der Virus herrlich hinein. Und vor allem wir haben gestern so ein Selfie oder ein Foto gehabt aus einer Wiener U-Bahn-Station, da hat einer so eine Maske angehabt und hat dadurch durch diese Maske Bier getrunken. Das ja. Ist natürlich sehr originell, aber nicht wirklich der Zweck der Sache. Genau so ist es. Ne? Und deswegen, ich muss sagen, was wir, glaube ich, brauchen, ist, steht im ganzen Gesetzestext niemals, was ist ein Mund-Nasen-Schutz. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt nicht nur sagt Mund und Nase, sondern auch noch ein bisschen am Bereich rundherum, so 2 bis 3, 4 Zentimeter, der dann auch tatsächlich schützt. Ich habe jetzt leider in den sozialen Medien wieder gefunden, dass heißt, ja, der Virus ist nur 5 Nanometer groß. Hier, wenn man das Gewebe sich betrachtet, gehen Partikel durch bis 5 Mikrometer. Also da ist das sind Faktor 1000 dazwischen. Das Gemeine, was viele vergessen, ist beim Virus, ein Virus selber ist so ein filigranes Gebilde. Ein reiner Virus würde hier in der Luft schlagartig zerbrechen. Und der ist, damit er stabilisiert wird, von einer Hydrathülle umgeben. Einzelne Wassermoleküle bilden sich um den Virus, dadurch wird er schön stabilisiert und ist damit ein Wassertröpfchen. Und diese Wassertröpfchen sammeln sich an, werden immer größer, größer. Und der Virus alleine würde durchgehen, nur es gibt kein Virus allein. Aber die Wassertröpfchen, die gehen da nicht mehr durch. Und deswegen ist das was tatsächlich was hilft. Und jetzt sind Sie ein Fan der Maske oder ein Kritiker der Maskenpflicht? Ich sehe es ambivalent. Erstens einmal, wir haben ein Gesetz. An das Gesetz müssen wir uns alle halten. Da kannst du jetzt darüber diskutieren, ob das Gesetz gut oder schlecht ist. Oder du gehst zu einer politischen Partei und sagst, ich schließe mich denen an und bekämpfst oder bin dafür. Ich persönlich, wir haben im Moment nicht recht für was Besseres, außer Abstand halten. Ich persönlich bin eher ein größerer Freund des Abstandhaltens. Ich finde jetzt die Masken, wenn ich damit in der U-Bahn fahre für 10, 15 Minuten oder beim Einkaufen gehe, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Wenn ich damit im Zug 2, 3 Stunden nach Salzburg muss, fahre, ist muss ich ganz ehrlich lästig, sagen, da wird es lästig. Und da sage ich glaube, da könnte man andere Lösungen finden, wo man sagt, wenn ich mir jetzt so, im Zug mir das anschaue und man sagt, man nimmt jeden zweiten Sitzplatz,
den zahlst du dann vielleicht automatisch mit, oder wo man sagt, die ÖBB zahlt einen Teil und man zahlt selber einen Teil. Eine 3-Stunden-Zugfahrt, muss ich ehrlich sagen, würde man heute mit Maske nicht angeben. Aber da gilt natürlich schon das, was Sie auch für den Lift gesagt haben. Ein Abteil in einem Zug, wenn da einer niest oder hustet, das kann unangenehm werden. Da müssen wir werden, aufpassen. Wir haben jetzt, es ist zum Beispiel im Pendlerzug. In einem Pendlerzug würde ich sowas, würde ich definitiv sagen, Maske, weil es Pendler hast, 20 bis 30 Minuten, wo du unterwegs bist. Das geht noch. Wenn ich jetzt in einem Fernreisezug bin, habe ich keine Abteile mehr. Fernreisezüge kenne ich im Moment ja, gibt's wo? Wo? Ja, der Railjet, ja, hat keine Einzelabteile mehr. Gut. Der Railjet, und ganz ehrlich, bin ich ein Fan davon. Genauso bei der Westbahn, dass wir beide nennen, Einzelabteile gibt es nicht mehr. Für ein Virus ist es gut, dass es keine Einzelabteile mehr gibt. Und deshalb meinen Sie, wäre es nicht wirklich notwendig, wenn nicht mehr als zwei in der Nähe sitzen und der Baby-Elefanten-Abstand gewahrt bleibt. Genau so ist es, das würde reichen. Mhm. Mir persönlich, wir reden alle über die Masken, der Abstand. Ein schönes Beispiel, wenn man U-Bahn fährt, ist es Sinn für das zu verwenden. So, dann stößt du in der Rolltreppen, wo du gewohnt bist, auf der rechten Seite und die Sportlichen wollen auf der linken Seite vorbeigehen. Ist es so sinnvoll, in der Rolltreppen vorbeizugehen, wo du den anderen anstreifst? Jetzt haben wir nämlich nicht nur die Tröpfchen. Die Tröpfchen könnten sich zum Beispiel auch da befinden, werden übertragen zur nächsten Person. Man greift sie vielleicht einmal daher und auf einmal haben wir schon. Ich glaube, dieser Abstand ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Überholen auf der U-Bahn verboten wäre eine sinnvolle Maßnahme. Ja. Sind Sie dafür, dass es beim Billa, beim Spar, beim Hofer wieder Maskenpflicht gibt? Ja und nein. Ich halte es dann für sinnvoll, wenn einfach viele Leute im Geschäft sind, halte ich es für sinnvoll. Jetzt kenne ich aber genug Billa, Hofer, Spar und so weiter, wo du euch sagst, also wenn ich jetzt bei meinem Spar in die Mittagszeit einkaufen gehe, da sehe ich zwei Verkäufer, drei Herrschaften, wo ich sage, Kinder, wieso habe ich jetzt die Masken auf? Das macht keinen Sinn. Wenn ich dann zur Hauptstoßzeit Samstagvormittag, was ich mir persönlich wünschen würde, das ist jetzt, dass man sagt, wir gestalten ein Gebotsschild, auf diesem Gebotsschild ist eine Mundschutzmaske, und es soll dann jeder sagen, okay, ich habe jetzt so viele Personen bei mir im Geschäft, im Lokal, wo auch immer, dass dieser Abstand nicht mehr eingehalten werden kann. Ab jetzt gilt Maskentragepflicht. Das heißt, die Verkäuferin schaltet sozusagen die Ampel ein. Ganz ehrlich. Das und sagt, ich habe jetzt 50 Leute im Geschäft, ab sofort braucht man Maske. Genau so, aber das ist nicht notwendig, Ihrer Meinung nach, zwischen 10 und 2. Weil dort zum Beispiel, ist, kommt darauf an, welches Geschäft als es Beispiel, ist. Und dann gibt es Trafiken, die sind so klar, wo du sagst, da geht es sich sowieso nicht aus, da gibt prinzipiell, du hast diese Schüler aus, wenn du zu uns reinkommen willst, musst Maske tragen und dann gibt es Geschäfte. Tankstellenshops sind natürlich auch relativ klein, da stehen immer mehrere an der Kasse, sind aber ausgenommen, muss man sagen. Trafiken und Tankstellenjobs sind ausgenommen. Und jetzt also die Regierung war ein bisschen inkonsequent. Naja, und das ist ein bisschen das Problem, was ich sehe. Wir haben jetzt einen Fleckerlteppich an Verordnungen. Allein fürs Veranstaltungsgesetz. Wir vom Planetarium fallen. Und der Bildungsbetrieb, wir sind kinoartig. Und wir haben eine klassische Veranstaltungslizenz. Welche unserer drei Geschichten gilt? Ich muss aber auch fairerweise sagen, wir haben Anfrage ans Ministerium gestellt und die haben uns binnen 24 Stunden eine sehr klare Antwort gegeben. Da sage ich danke, das hat pipifein funktioniert. Aber ganz ehrlich, die halbe Bevölkerung weiß nicht mehr, wo nehme ich wann was. Deswegen war ich für so ein schönes Gebotsschild, wo du weißt, wenn ich da rein will, gilt das. Und wenn man das dann nur auch bei der Verantwortung, der Eigenverantwortung, die immer von der Regierung gelobt wird, bestimm selber, willst du in deinem Geschäft Maskenpflicht haben oder die Abstandspflicht. Eine dieser beiden Dinge muss erfüllt sein. Ja, damit passt das. So einfach könnt ihr es gehen. Gut. Also wir fassen unsere Gruber-Lektion für heute zusammen, weil das ist ja bei Ihnen immer sozusagen Pflicht. Eine Lehrstunde Gruber haben wir hinter uns. Die heißt, der Herr Gruber würde nicht in einen Lift einsteigen derzeit, sondern er würde zu Fuß gehen durchs Treppenhaus. Wer der Meinung ist, ein Lift könnte eine Virenfalle sein, Lift ist nicht zu da können sich Tröpfchen viele, viele Minuten bis zu einer Stunde drin aufhalten. Der Herr Gruber würde auch auf der Rolltreppe bei der U-Bahn nicht überholen. Nein, das tue ich sowieso nicht. Ganz aber würde auch ungern überholt werden, sagen wir mal so. Ja. Wer der Meinung ist, da ist Bodycheck dabei und genau das sollte nicht sein, es sollte Abstand sein. Der Herr Gruber ist der Meinung, alles, was kurze Öffi-Fahrten sind mit sehr vielen Leuten, vielleicht auch noch stehend, ist eine Maske zwingend, weil gehustet, geschnupft und was ich was alles wird. In Fernzügen ist es seiner Meinung nach eine Folter, richtig? Ja. Da meint er, man sollte den Waggon so ausdünnen, dass man das nicht braucht. Reservierungspflicht. Genau.
Und der Herr Gruber ist der Meinung, man sollte eben, wie er jetzt gerade gesagt hat, Schilder einführen, wonach man dann Maske tragen muss, wenn sich mehr als 20, mehr als 30, je nach Größe des Geschäfts, genau, da drinnen befinden. Da hat es ja mal so eine Quadratmeterzahl gegeben, so eine berühmte. Dann sollte das Geschäft eine Art Ampel einschalten, sprich, du brauchst jetzt eine Maske. Aber er meint, es ist nicht notwendig, wann er um 14 Uhr oder 15 Uhr zum Billa geht. Wenn ich in ein Quangeschäft reingehe, da sind nicht so viele Leute, da brauchen die keine Masken. Genau. Was wird passieren? Viele Einzelhandelsbetriebe sagen sich, puh, das ist mir jetzt zu schwierig von den ganzen gesetzlichen Regelungen. Wir machen Maskenpflicht. Es ist nicht überall notwendig. Gut, also, das war die Lehrstunde Gruber, lustig und lehrreich wie immer. Danke. Danke vielmals. Gerne. Das war auch gleich der Aufschlag für unsere nächste Diskussionsrunde. Jetzt kommen Chapp und Westenthaler. Aber das ist gnadenlos, das ist großartig. Aber die diskutieren heute nicht über Corona, sondern die geben heute der Regierung ein Zeugnis, wie gut diese Regierung war, welche Noten sie verdient, welche Noten der Kanzler kriegt, welche Noten die Koalition kriegt. Herr Gruber, Sie sind ja ein sehr kritischer Zeitgenosse, ein bisschen rot angehaucht, wie man an der Krawatte sieht. Ziemlich rot angehaucht. Ja. Das haben wir ja. Welche Note würden Sie der Regierung kurz geben? Ich muss jetzt sagen, die gesundheitlichen Maßnahmen sind wirklich okay. Also vor allem in der Hauptzeit war das okay. Die wirtschaftlichen Maßnahmen finde ich jetzt nicht besonders charmant. Ich glaube, das hätte man bedeutend besser machen können. Das, was beim EU-Gipfel rausgekommen ist, muss ich sagen, bin ich schon sehr gespannt. Ich habe schon gelesen, Forschung, die wir nämlich ganz dringend brauchen, ist massiv gekürzt worden. Umweltschutz, schauen wir mal, ob das für nachhaltige Geschichten sind oder punktuelle Geschichten. Muss ich mir noch anschauen. Also für die gesundheitliche Bekämpfung des Coronavirus circa ein Zweier, wenn ich Sie richtig verstehe. Ganz ehrlich, Anschober, jetzt kann man über Kleinigkeiten diskutieren. Anschober was? Anschober, muss ich ehrlich sagen, an römischen Einser, Stern da vielleicht nicht, aber Kurz. Sagen wir mal so, Herr Kurz ist bei allem dabei. Ich nehme lieber die einzelnen Minister und wenn man jetzt die Gesamtleistung hernimmt, gesundheitliche Maßnahmen vom Anschober, klassische, sehr gut, wirtschaftliche Maßnahmen, wenn das die Wirtschaftskammer abarbeiten muss, weil das Finanzministerium nicht dazu in der Lage ist, Blümmel, sage jetzt einmal, glaubt das nicht genügend. Und wenn der Chef dann verantwortlich ist für alles, würde ich sagen, ist der Kurz zwischen einem Dreier und einem Vierer. Und das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Gut, das waren die Noten vom Werner Gruber, unserem Science-Buster. Und jetzt gleich die Noten von unserem Polit-Busters, von Westenthaler und Chapp, gleich nach dieser Werbepause.